Tag 1, Frischling. Raus aus den Federn. Was ist das hier? Weißt du deinen Namen? Ich kann mich an gar nichts erinnern. Wer hat uns hergebracht? Wissen wir nicht. Was ist da draußen? Das Labyrinth. Jeden Morgen, wenn sich diese Tore öffnen, suchen die Läufer einen Weg nach draußen. Niemand hat bisher eine Nacht im Labyrinth überlebt. Was passiert mit ihnen? Wir gehören hier nicht her. Es wird Zeit, rauszufinden, womit wir es hier zu tun haben. Alles hier hat sich verändert, seit du aufgetaucht bist. Ein Mädchen. Thomas. Warum sind wir anders? Was, wenn wir aus einem bestimmten Grund hier sind? Du bist nicht wie die anderen. Du bist neugierig. Aber wenn du hier bleiben willst, muss ich wissen, ob du die Regeln einhältst. Hallo Freunde, das gerade eben war der zweite deutsche Trailer zu Maze Runner und in dem Film wird es eben weiterhin um einen Jungen gehen, der irgendwann auf einer Lichtung auftaucht. Die Lichtung ist auch voller anderer Jungs, nur keine Mädchen sind da und diese Lichtung ist eben inmitten eines riesengroßen Labyrinths. Die Frage ist eben, wie komme ich aus diesem Labyrinth raus? Als dann allerdings irgendwann ganz unerwartet ein Mädchen auf diese Lichtung stößt, ist die Frage, was ist jetzt hier überhaupt eigentlich los? Mädchen gehören ja eigentlich nicht hierhin und gibt es Auserwählte, die irgendwie eine besondere Funktion haben und weiterhin steht eben das Problem im Vordergrund, wie kommen wir hier überhaupt lebendig aus diesem Labyrinth raus, denn es verschwinden andauernd Leute drin und das ist so die grobe Grundstory und ich muss sagen, mittlerweile, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, freue ich mich so ein bisschen mehr mit diesem Grundthema an. Es ist eben eine Romanverfilmung und grundsätzlich auch ein Film, der eher so für, ja, Teenies vielleicht auch da ist und vor allem auch für die Romanabnehmer eigentlich so ein Film ist, der genau diese Zielgruppe wieder angeln will. Ich muss sagen, die visuellen Effekte gefallen mir hier im Trailer jetzt nicht so wahnsinnig gut, also man sieht wirklich noch hier und da, das sieht jetzt ein bisschen animiert aus, aber grundsätzlich bin ich mittlerweile dem ganzen kleinen bin ich offener und finde, dass die Grunddarsteller gar nicht mal so schlimm sind und dass auch die Grundstory jetzt gar nicht mal so unspannend ist. Also ich freue mich dann doch irgendwie schon so ein bisschen auf den Film, bin aber wie gesagt immer noch so ein bisschen grundskeptisch, dass man hier irgendwie nicht wieder versucht, so einen 0815, ja, Teenie-Spannungsfilm so à la Harry Potter zu machen. Ist eben so ein bisschen die Frage, ob das Ganze am Ende auch so gut ankommt. Außerdem frage ich mich so ein bisschen, ob das der Film zu dieser App hier sein soll. Die gibt es ja auch noch, wo man die ganze Zeit so durch diese Tunnel läuft. Die sollte ja irgendwann mal verfilmt werden, diese App. Ob das irgendwie so ein bisschen mit diesem Film zusammenhängt, weiß ich nicht so richtig. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr dazu was wisst. Ansonsten war es auch eigentlich schon. Ich gebe diesem Trailer insgesamt jetzt nicht nur 6, sondern diesmal sogar schon 7 von 10 möglichen Punkten. Also meine Erwartungen steigern sich mittlerweile so ein bisschen. Und ich frage mich dann schon noch, wie passiert oder was passiert letztendlich auch schon. Und schreibt mir eure Meinung zu diesem Trailer doch gerne in die Kommentare. Was haltet ihr davon? Und ansonsten sehen wir uns jetzt hier auf der Endcard wieder. Hier unten kommt ihr nämlich zu all meinen Social Media Links. Darunter könnt ihr mich gerne abonnieren, falls ihr mich unterstützen wollt. Außerdem kommt ihr da wie immer zu meinen ganzen alten Videos. Und gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns gerne beim nächsten Video wieder. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und bis demnächst.